bin auf dem Weg zur Calabona und diese führt über Calamior. Und zu diesem Video begrüße ich alle Zuschauer heute recht herzlich. Ja, gemischtes Wetter auf Mallorca, es ist Nachmittag, es ist mal sonnig, mal wolkig. Eigentlich typisches, aber gutes Herbstwetter. Calabona ist ein richtiger Touristenort, hat viele große Hotels und diesen Ort wollen wir uns einmal anschauen. Die Nähe zu Calamior macht diesen Ort natürlich ganz besonders und auch viele weitere Orte sind hier in der Nähe gut zu erreichen. Das ist hier die Einfallsstraße nach Calamior. Wir fahren hier praktisch Richtung Zentrum, Richtung Meer. Das Ganze liegt im Gemeindegebiet von Sonsevera. Die Bucht, an der sich diese Orte befinden, nennt sich übrigens Bahia de Ata. Die rote Ampel, das kann sich nur um Stunden handeln. Vorher ein wenig entspannen, bevor ich dann hier einen Spaziergang entlang am Meer und durch die Straßen mache. Und es geht schon weiter. Ja, hier in Calamior haben die meisten Geschäfte geschlossen. Für Einheimische ist aber noch ein wenig geöffnet. Das hier ist noch alles Calamior. Calabona liegt zur linken Hand. Wenn man rechts rumfahren würde, würde man Richtung Sacoma kommen. Hört sich immer ähnlich an und wird schnell mal verwechselt. Sacoma, dieser wunderschöne, lange Strand in dieser herrlichen Bucht, ein richtig schöner Familienort, den habe ich schon mal vorgestellt. Wer
diesen gerne mal sehen möchte, hier in der Georgies Kanal Mediathek mal schauen. Da findet ihr nicht nur dieses Video, sondern viele weitere. Und dafür ist es wirklich ratsam, den Kanal zu abonnieren. Das bereut ihr nicht. Ich bin hier übrigens mal einen kleinen Schlenker gefahren. Einmal, um so einen Einblick hier zu geben. In Calamior noch. Einmal ans Meer und wieder zurück. Das sind hier alles Einbahnstraßen, die man fahren kann. Die gehen praktisch alle so einmal in U-Form hier vorne hin von der Hauptstraße aus. Parken ist hier schwieriger. Gerade in Calamior, wenn man da parken möchte, da gibt es einen großen Zentralparkplatz. Da hat man jetzt in dieser Jahreszeit ganz gute Chancen. Und in Calabona ist das sowieso kein Thema. Also jetzt nicht mehr. Weil die überwiegende Anzahl der Hotels, ich denke mal, es sind ungefähr 90%, werden es wohl so sein, die zu haben. War hier so ein bisschen dem blauen Himmel entgegen, deswegen sieht es auch ganz schick aus. Wir haben heute tagsüber in der Spitze 23 Grad, also wirklich gut auszuhalten. Man kann sogar noch ins Meer gehen. Es ist hier ein wenig windig am Meer, das werden wir vielleicht gleich sehen. Ich hoffe, dass es nicht allzu doll ist, dass der Ton nicht so getrübt wird. Ja, wie man hier am Rand vielleicht schon sehen kann, ist wirklich nicht mehr viel offen. Das eine oder andere Café mal. Das ist übrigens schon alles Calabona hier. Hier kann man einmal rechts Richtung Meer schauen. Hier sehen wir Richtung Meer. Hier gibt es diese Lücke zwischen den Hotels. Ja, die Hotels, die jetzt hier an der Straße liegen, sind alle im Winterschlaf. Calabona selbst ist ja gar nicht so klein, ist flächenmäßig ziemlich groß.
hat aber nur etwas über 1000 Einwohner. Also das ist wirklich nicht viel. Und ja, wenn hier Hauptsaison ist, dann wimmelt es hier von Menschen. Geht hier parallel zum Meer. Ja, und da habe ich mich mal meines Autos entledigt, bin jetzt hier am Hafen, umkurve den jetzt mal hier ein bisschen, um zu zeigen, was hier so los ist. Ganz wenig Menschen auf der Straße. Hier vielleicht die letzten Versuche von einigen Betrieben, die noch Stühle rausgestellt haben. Ich komme gleich wieder zurück zum Hafen, gehe jetzt hier erstmal eine Runde und zeige diesen Weg hier. Hier weht tatsächlich, wie ich es vorher gesehen und gesagt habe, eine doch relativ, ja, ein frischer Wind, nenne ich ihn mal, wie es am Meer eigentlich üblich ist und gerade im Herbst. Kein Drama. Ideales Wetter hier zum Joggen. Im Sommer ist hier am Abend alles voll. Auch diese Hotelterrasse ist dann gut besucht, jetzt alles abgesperrt. Wie ich schon sagte, viele große Hotels hier in Kalabona. Hier nimmt der Wind wahrscheinlich noch so ein wenig zu, weil hier alles frei ist. Freier Zugang zum Meer. Aber es ist schon schön hier. Eine schöne Zeit zum Spazierengehen. Wenn man ins Meer gehen will, kann man ja ein klein wenig weiter bis nach Calamior oder auf der anderen Seite, dort ist auch ein wunderschöner Strand. Thank you.
Ja, hier ist alles schon geschlossen. Ich denke mal, dass hier auch bald die... Oder man versucht es vielleicht auch noch, aber ansonsten könnte es sein, dass hier auch bald die Tische und die Stühle reingeräumt werden. Man möchte ja gerne auf Mallorca die Saison verlängern und dazu bedarf es aber einigen Antrieb von der von Reisegesellschaften wahrscheinlich ausgehen muss oder von den Hotels direkt. Alleine werden die großen Hotels das wohl schwer haben, eine Auslastung hinzubekommen, sodass sich das Ganze lohnt. Und hier gehe ich jetzt einmal gleich die Parallelstraße. Richtig schön ist hier dieser lange Radweg, der auch wirklich gut genutzt wird von vielen Freizeitsportlern. Fahrräder kann man scheinbar noch leihen. Tagesbedarf hat hier auch, so wie ich gesehen habe, an einigen Stellen noch geöffnet. Ansonsten sieht es so aus, fast alles geschlossen. Nochmal zurück ans Meer, weil die Anziehungskraft zu groß ist. Einfach einen schönen Ausblick hier. Kaum vorstellbar, aber ursprünglich war das tatsächlich mal ein kleiner Naturhafen hier. Hier lebten einige Familien vom Fischfang. Und an diesen Felsen, die wir hier überall sehen, dort lebte man zudem von der Züchtung von Langusten. Das ist aber schon so bis zu 100 Jahre her, ungefähr. Und die Fischer, die fuhren hier früher mit den Yahoos, mit diesen typischen mallorquinischen Holzbooten hinaus. Yeah.
Ja, Calamior hat eigentlich Calabona so ein bisschen mitgezogen, als in Calamior der Tourismus so richtig in Gang kam. Da wollte man hier nicht nachstehen und das ging auch voran. Kann man gar nicht verstehen, dass es hier zwei Verwaltungen gibt. Im Grunde genommen könnte man diese Orte schon fast zusammenlegen. So nah sind sie beieinander. Versuche so ein bisschen den Mix hier hinzubekommen, dass ich sowohl die Straßen im hinteren Bereich hier zeige, als auch das Meer und die Geschäftsstraßen. Aber das Highlight kommt noch. Wir gehen noch Richtung Hafen, wie ich eben gesagt habe. Da schließt sich die Runde. Und das ist wirklich ein toller Platz da. Ein richtig schönes Areal. Dort sind wirklich sehenswerte Hotels. Man hat da ganz tolle Anlagen gestaltet. Wenn man in dieser Richtung immer weitergehen würde, dann kommt man auch an einen richtig schönen Strand, der heißt Port Rouge. Und auch da, also hier diese Straße oder den Weg, wir sind jetzt hier am Hafen, kommen hier aus der Fußgängerzone heraus. Ich habe jetzt ein kleines Stück übersprungen. Ja, heißt Port Rouge und auch das bildet eine Einheit hier mit Calabona. Das ist hier quasi das Zentrum. Hier zieht es eigentlich jeden her. Da unten liegen einige von diesen Yahoos, die heute überwiegend Freizeitkapitänen gehören und von denen eben befahren werden. Sicherlich gibt es auch noch einige Fischer, die das betreiben. Wie viele das sind, davon ja, weiß ich nichts. Ob man davon leben kann, schwer zu sagen. Eher wohl so freizeitmäßig das Ganze. Hier ist es ein bisschen ruhiger, ein bisschen geschützter. Weht der Wind nicht ganz so stark wie da eben vorne. Da sieht man es an der Flagge. Kommt so ein bisschen von der Seite. Hier unten ist ein Café. Einfach schön jetzt bei den Temperaturen noch hier zu sitzen. Hier ist alles geschlossen. Das ist
irgendwie für mich so ein typisches mallorquinisches Hotel. Alles sehr, sehr großzügig hier gestaltet. Kommt die Sonne wieder hier in diesem Bereich ein bisschen mehr. Da hinten viele Wolken, die tun uns hier nichts gerade. Ja, die meisten Betriebe warten hier vergebens auf Touristen. Ja, ich lasse das Video hier jetzt so ein bisschen zum Genießen ausklingen. Das ist einfach fantastisch schön hier. Das bedarf nicht mehr vieler Worte. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wart. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Für die, die sich ein bisschen mehr an dem Georgies-Kanal beteiligen möchten, gibt es unten eine Taste, die heißt Thanks. Schaut mal drauf, ich würde mich riesig freuen. Für die Unterstützung danke ich schon mal recht herzlich. Ja, genieße hier heute den schönsten Teil des Videos auch nochmal und sag Tschüss, Adios und Bye Bye aus Calabona. Bis zum nächsten Video, euer Jörg.